Herzlich willkommen an der Ernst-Reuter-Schule. Wir sind Jana und Bogdan. Wir sind die Klasse 931, die Profilklasse Künste. Wir wollen euch gerne heute unsere Schule vorstellen. Viel Spaß! Als erstes besuchen wir unseren Schulleiter, Herrn Huth. Liebe Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, liebe Eltern, herzlich willkommen an der Ernst-Reuter-Schule. Mein Name ist Huth und ich bin der Schulleiter dieser Schule und ich freue mich über euer Interesse an unserer Arbeit. Die Ernst-Reuter-Schule ist eine integrierte Sekundarschule. Wir haben die Klassenstufen 7 bis 13, das heißt, man kann an unserer Schule auch ein Abitur ablegen und hat sogar ein Jahr mehr Zeit, denn wir haben eine volle 11. Klassenstufe, sodass man sich also besonders gut auf das Abitur vorbereiten kann. Wir beginnen in jedem Jahr mit mindestens 5 siebten Klassen. In einer Klasse sind maximal 26 Schülerinnen und Schüler und man hat eine sehr gute Chance, wenn man sich bei uns anmeldet, einen Schulplatz zu bekommen. Wir haben in den siebten Klassen sogenannte Profile, über die wir euch noch genauer informieren wollen. Diese Profile gibt es in den Fächern Naturwissenschaften, Künste, Gesellschaftswissenschaften, Sprachen und WAT, Wirtschaft, Arbeit, Technik. Wirtschaft, Arbeit, Technik ist ein neues Fach, was ihr bei uns an der Schule kennenlernen werdet. Dort macht man zum einen praktische Dinge, arbeitet in Werkstätten, bekommt eine digitale Grundbildung und wird in der Berufsorientierung auf das Berufsleben vorbereitet, wenn man vielleicht nach der 10. Klasse sich überlegt, in einen Beruf zu wechseln. Jede unserer Klassen hat zwei Klassenleitungen. Lehrerinnen, Lehrer und eine Erzieherin, ein Erzieher oder eine Sozialarbeiterin und ein Sozialarbeiter, die als festes Team in der Klasse arbeiten, so wie ihr das im Grunde genommen von der Grundschule her kennt. Und sie werden euch bis zur 10. Klasse begleiten. Sie stehen für euch jederzeit und natürlich auch für die Eltern als Ansprechpartner zur Verfügung. Und wir haben in der Schule Schulcloud als schulinternen Messenger und darüber sind sie auch jederzeit zu erreichen. Und es gibt im Ganztag zahlreiche Arbeitsgemeinschaften im Bereich Sport, im Bereich Fremdsprachen, in Künsten und so weiter, die man freiwillig besuchen kann und die sozusagen euch auch zusätzlich zum Unterricht Dinge bieten, wo ihr euren Interessen nachgehen könnt. Ich hoffe, ich habe euch ein wenig neugierig gemacht auf unsere Schule und würde euch jetzt gerne auf einen Rundgang mitnehmen. Als nächstes sehen wir unser Vivarium. Herzlich willkommen, mein Name ist Herr Ruschin, ich bin Lehrer an der Ernst-Reuter-Schule und unterrichte im naturwissenschaftlichen Bereich das Fach Biologie. Wir haben hier eins der Beispiele, was die Schule sozusagen als größere Projekte anbietet, und zwar das Vivarium. Hier geht es darum, dass man sich um Tiere kümmert, sie versorgt und auch bei der Gestaltung von Terrarien und Aquarien soweit mithilft. Die Schüler haben hier die Möglichkeit, sowohl innerhalb der Schulzeit als auch außerhalb der Schulzeit dabei mitzuwirken, diesen Raum soweit für die Tiere zu gestalten. Daher haben wir im letzten Jahr auch das Profil Navi eingerichtet, um den Schülern noch mehr die Möglichkeit zu geben, in längerfristigen Projekten mit den Tieren zu arbeiten und auch Beobachtungen an ihnen anzuführen. Das Vivarium ist nur eine der vielen Möglichkeiten, die die Ernst-Reuter-Schule bietet. Zum anderen haben wir auch eine Bienen-AG, das heißt, die Schule produziert selber Honig im Laufe des Jahres. Wir haben auch einen recht großen Schulgarten, das heißt, der wird auch soweit genutzt, um Pflanzen wachsen zu sehen, Naturprodukte herzustellen und selber dann auch innerhalb der Schule und zum Teil auch außerhalb in kleineren Cafés zu verkaufen. Und bestimmt interessiert die Schüler und Schülerinnen auch, wer bei uns Deutsch, Mathe und die Fremdsprachen unterrichtet. Hallo, ich bin Katrin Wurth, ich bin Fachbereichsleitung für Deutsch hier an der Schule. Ich arbeite seit 10 Jahren sehr gerne hier und Deutsch ist mir sehr wichtig und den anderen Deutschkollegen auch, weil wir wissen, dass es total wichtig ist für die Abschlüsse. Wir haben uns überlegt, das ist jetzt ganz neu, mit einem neuen Buch zu arbeiten, in dem Schüler auf unterschiedlichem Niveau mit einem Buch arbeiten können, weil wir das für sehr wichtig halten, dass möglichst viele Schüler in einer Gruppe sind und gemeinsam lernen können, gemeinsam am gleichen Thema. Das Buch sieht so aus. Und dort ist für alle Niveaustufen was dabei. Und darüber hinaus
sind wir immer bestrebt, dass die Schüler eigenständig, selbstständig Produkte erstellen. Zum Beispiel einen kleinen Reader, in dem ihre Detektivgeschichten, die sie geschrieben haben, veröffentlicht werden. Oder ihre Gedichte, die sie geschrieben haben im Unterricht. Ja, kommen Sie zu uns. Herzlich willkommen an der Ernst-Reuter-Schule. Ich bin Herr Graul, der Fachbereichsleiter Mathematik. Bin hier zuständig für dieses doch für viele unserer Schüler recht schwierige Fach. Wir haben die Möglichkeit, auf zwei unterschiedlichen Niveaustufen mit den Schülern zu arbeiten. Wir haben G-Kurse und E-Kurse. Zu jedem Halbjahr ist ein Wechsel zwischen diesen Kursen möglich, sodass man am Ende seiner Schulzeit auf angemessenem Niveau seinen Schulabschluss erreichen kann. Ich habe hier ein Beispiel, wie sich der Mathematikunterricht im Laufe der Zeit verändert hat. Während wir früher doch sehr viel an der Tafel erklären, schreiben mussten, können wir heute mit der Ausstattung an der Schule auch mit dynamischer Geometriesoftware arbeiten und dadurch viele Dinge ausführlicher und für die Schüler auch verständlicher darstellen. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Willkommen auch von mir an der Ernst-Reuter-Schule Berlin. Mein Name ist Luisa Castrion. Ich bin die Fremdsprachenleitung an der Schule. Bei uns könnt ihr 5 verschiedene Sprachen lernen. Das sind neben Englisch, Spanisch, Russisch, Französisch und Türkisch. Und für alle, die richtig Lust am Sprachenlernen haben, haben wir auch eine Profilklasse Sprachen. Das heißt, da habt ihr einmal in der Woche Unterricht nur in der Fremdsprache und wir werden viele kreative Projekte mit euch durchführen. Wir freuen uns auf euch. Hier sind wir bei den Gesellschaftswissenschaften. Hallo, mein Name ist Nicola Zembritzky und ich stehe für die besten Fächer in dieser Schule, für die Gesellschaftswissenschaften. Erdkunde, Geschichte, Politik. Erdkunde und Geschichte kennt ihr. Erdkunde, was ist auf der Welt? Geschichte, was war? Politik, was soll sein? Das ist das Neue. Wir diskutieren, wir finden raus, wir erkunden. Und damit ihr das so richtig vertiefen könnt, machen wir das bei uns auch im Profil. 4 Stunden die Woche könnt ihr euch mit diesen wichtigen Themen der Welt beschäftigen, Experten einladen, rausgehen in die Welt, herausfinden, erkunden, diskutieren, Lösungen finden. Und das bei uns. Seid herzlich willkommen. Nun zeigen wir euch unsere Bühne. Herzlich willkommen an der Ernst-Reuter-Schule Berlin. Mein Name ist Sibylle Polster und ich bin zuständig für den Bereich Künste. Das heißt nicht nur Kunst, sondern auch Theater und Musik. Das wird hier an der Ernst-Reuter-Schule immer zusammen gedacht. Zum Beispiel in den Profilklassen Künste. Einen Tag pro Woche haben die Schülerinnen und Schüler jeweils Zeit, sich ihren kreativen Projekten zu widmen, wo alle 3 Künste zusammenkommen. Und die werden zum Schluss aufgeführt. Und zu guter Letzt würde ich euch gerne unsere Elternvertreter vorstellen. Ich bin der Marco und das ist die Daniela. Wir sind die Vorsitzenden der Gesamtelternvertretung an der Ernst-Reuter-Schule. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Meine Tochter und ich haben uns für diese Schule entschieden, weil es eine UNESCO-Projektschule ist, ein wunderschöner Schulgarten hier ist und eine Imkerei. Meine Kinder waren begeistert vom Vivarium, von den Holzwerkstätten und der Fahrradreparaturwerkstatt. Die Profilklassen gefallen uns insofern gut, dass einmal in der Woche die Interessen der Schüler verstärkt eingebracht werden. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank für euer Interesse. Es hat uns sehr gefreut. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder auf der Ernst-Reuter-Schule.